Hallo ihr Lieben, das verknüpft und zugeknotete Team hat dieses Mal wieder was ganz Besonderes für euch. Sandra möchte heute mit euch Schneeflöckchen knoten. Hallo ihr Lieben, so dann lasst uns mal anfangen. Zuerst brauchen wir unser längeres Stückchen, das mit dem 1 Meter und befestigen es mit einem Ankerknoten an unserem 20er O-Ring. So. Dann schnappen wir uns mal die mit 50 cm und machen das jetzt reihum. Jeweils immer Ankerknoten. Jetzt. Dann ziehe ich alle noch mal schön straff. So, einmal reihum. Dann suchen wir uns mal die zwei längsten Stückchen. Da kommt dann später auch unser Henkelchen dran zum Festmachen. Also daraus wird der gemacht. So, wenn ihr jetzt hier eure zwei langen Stücke habt, legt euch den Weihnachtsstern ein bisschen so vor euch hin. Und jetzt teilt ihr die zwei auf. Also hier haben wir unser langes Stück. Den legen wir kurz beiseite. So. Also ihr seht, ich habe jetzt hier einen Ankerknoten geteilt, dass ich einmal links und einmal rechts ein langes habe. Und dann fangen wir jetzt einmal an und machen den ersten Teil einmal. Wo sind wir? Hier, dieses Stückchen. Im Endeffekt ist es nichts weiteres als ein ganz normaler Cobra-Knoten. Wir haben unsere zwei Mittelstränge und die Warum-Knoten und die zwei Stücke, mit denen der Cobra gemacht wird. Ich fange mal ganz gerne von links an. Ich gehe mit dem linken Cord über die beiden mittleren, nehme mir das rechte Cord über das linke unterhalb der beiden Mittelstränge und durch die Schlaufe durch. Und festziehen. So, dann geht das Cord, was gerade eben links war, wo jetzt rechts ist, dieses da hier, rechts über die beiden Mittelstränge mit dem linken Cord unten drunter und durch die Schlaufe durch. Im Endeffekt beim Cobra-Knoten seid ihr eigentlich immer mit dem gleichen Cord immer oben drüber. Ihr geht einmal von links nach rechts, dann von rechts nach links und so weiter. So, dann wieder mit dem gleichen oben drüber, mit dem anderen unten drunter und festziehen. So, jetzt muss ich mir mal kurz meinen Spickzettel holen. Genau, einmal müssen wir noch. So, weil jetzt habt ihr nämlich das lange Stückchen wieder auf der rechten Seite liegen.
dann drehen wir das Ganze einmal und machen mit dem anderen, ich nenne es jetzt mal Henkelteil, weiter. Jetzt ist hier das lange Parkord auf der linken Seite. Wir nehmen uns wieder zwei als Mittelstrang und machen wieder den Cobra. Und wenn ihr die erste Reihe immer habt, dann könnt ihr euch ganz einfach immer daran orientieren, dass ihr bei jeder Runde immer gleich viele Kobras gemacht habt. Jetzt haben wir nämlich die beiden langen Cords wieder hier nebeneinander liegen. So, dann würde ich sagen, starten wir schon mal gleich und machen unsere erste Spitze. Wir nehmen jetzt nämlich die zwei langen als Führungskords und Knoten, die legen wir weg, mit den nächsten beiden rechts und links. Ich fange gewohnheitsgemäß wieder mit dem linken an, gehe mit dem linken Kord über die beiden Mittelstränge, über die beiden, ich sage jetzt mal Führungskords, mit dem rechten oben drüber, unter die beiden mittleren und durch die Schlaufe. Und festziehen, einigermaßen zumindest. Ihr seht, das ziehe ich auch nicht hundertprozentig fest. Am Ende habt ihr dann nämlich hier immer so eine kleine, schöne, süße Lücke. Ich finde, es sieht auch ganz putzig aus. So, da wieder mit dem, welches was jetzt gerade eben rechts war, links über die beiden mittleren und mit dem von links nach rechts unten durch festziehen. Und zwar, dieser Teil ist eigentlich nichts anderes als unser kleiner Weihnachtsbaum. Ich hoffe, ihr habt euch das andere YouTube-Video auch mal angeschaut. Da ist es nochmal ganz genau erklärt, aber wie ihr seht, eigentlich genau das Gleiche. So, und zwar, wir haben wieder unsere zwei Cords, mit denen wir jetzt knoten. Den Weihnachtsbaum machen wir jetzt immer so, also ich sage jetzt mal Weihnachtsbaum, diese Spitze, indem wir das mit dem Cord anfangen, welches aus der Schlaufe rauskommt. Das geht oben drüber. Das andere unten durch. Wird aber nicht festgezogen. Wir lassen das jetzt erstmal hier so locker und befestigen es mit dem nächsten Cobra-Knoten. Jetzt nehmen wir uns das Cord, was bei dieser Schlaufe nach unten geht, geht jetzt oben über die beiden mittleren Stränge und das, was von rechts kommt, unten durch und festziehen. Wieder so ein Moment, wo man am liebsten fünf Hände hätte. Nach unten schieben. Ja, und wir haben die erste Schlaufe. Gerne das gleiche noch einmal. Wir gehen jetzt mit dem Cord, was gerade eben links war, oben drüber. Und zwar, weil das aus der Schlaufe rauskommt. Unsere langen Schlaufen werden jetzt einfach immer wieder kleiner und jetzt befestigen wir das wieder mit einem Cobra. Jetzt nehmen wir das Cord, was nach unten durch die Schlaufe geht. So.
festziehen. Genauso wie beim Weihnachtsbäumchen. Jetzt einfach immer drauf gucken, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. So, dann noch eine kleine lockere. Wir gehen wieder mit dem, was von unten durch, also von welches aus der Schlaufe rauskommt, über die beiden Mittelstränge und mit dem anderen drunter. Und befestigen es mit dem letzten Cobra, den wir wieder festziehen. So, unsere erste Spitze ist fertig. Dann machen wir mal weiter. Wir nehmen uns jetzt als nächstes einfach die nächsten vier. Ist jetzt auch vollkommen egal, ob ihr so rum arbeitet oder so rum arbeitet. Und fangen wieder an mit dem Cobra. Wie gesagt, ihr müsst nur darauf achten, dass ihr immer wieder die gleiche Seite anfangt, den Cobra zu legen. Ich fange irgendwie grundsätzlich immer mit links an. Ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. Ich arbeite jetzt einfach ein bisschen schneller zu, weil es wieder genau die gleichen Schritte sind. So. Dann darauf achten, dass wir gleichmäßig rauskommen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, jetzt auch zuerst alle außen rum machen oder ihr macht immer das nächste fertig und kümmert euch dann um die nächste Spitze. So, wie ihr seht, wenn wir das Ganze wieder zurückdrehen, dann haben wir wieder hier die zwei Teile, die sich eigentlich schon zu den zwei mittleren verbinden wollen, von sich aus. Moment. Ich schneide mir jetzt erstmal hier die zwei Stückchen ab und verschweiße sie. Dann haben wir das nämlich aus dem Weg. So, wie ihr seht, relativ knapp abschneiden. Feuerzeug nehmen. Also ich muss sagen, ich bin schon relativ unempfindlich an den Fingern. Ich würde euch jetzt nicht empfehlen, da komplett so reinzufassen. Nehmt dafür entweder unsere Marlinspatel, die wir haben, oder macht euer hier am Finger ein bisschen nass. Sehr schön, haben wir doch schon wieder mehr Platz. Also, wir haben, wie gesagt, hier die zwei Mittelstränge und fangen wieder an. Erst aber mit einem festen Cobra, also einigermaßen fest. Wie gesagt, das Schöne an den Schneeflocken ist ja eigentlich, dass die trotzdem ein bisschen locker sind. Und weiter geht's wieder mit dem Korb, welches aus der Schlaufe rauskommt. Über die beiden mittleren
Und jetzt kommt wieder der erste lockere Teil. Ungefähr so. Und mit einem Cobra fixieren. Schaut immer, dass ihr von der Schlaufenlänge, die ihr jetzt hier habt, ungefähr immer gleich seid wie bei der anderen Spitze. So. Und wieder mit einem Cobra. Na, seht ihr, das war einmal falsch rum. Nee, war's nicht. Und verschweißen wir am besten gleich wieder. Dann haben wir es erledigt.
wenn ihr eure letzte Spitze fertig habt, dann schnappt euch mal eure Perlen. Und zwar bei diesen übrigen zwei Cords, die immer bei jeder Spitze rausgucken, kommt jetzt einfach jeweils immer eine Perle drauf. Ich habe mir jetzt zuerst die längste Seite geschnappt für unseren, Henkel. So. Jetzt entscheiden wir uns einfach, wie lang der Henkel ungefähr sein soll, ob so lang oder so lang. Machen einen ganz normalen Knoten rein. Ja. Ich glaube, das gefällt mir besser, wie wenn ich es unten dran abschneide. So, und für den Abschluss habt ihr verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was euch besser gefällt. Ich dachte mir, wir machen es jetzt mal so wie bei diesen Sternchen hier, dass wir oben einfach abschneiden und verschweißen. Alternativ habe ich es hier einmal so gemacht, einfach die Perle drüber gezogen. Ein bisschen mit Sekundenkleber fixiert und die Enden aufgefrisselt. Hier machen wir es mal mit der knappen Variante, also relativ knapp bei der Perle abschneiden. Anklemmen. Immer nur leicht, damit das Paracord von sich aus schmilzt und sich zurückzieht. Und glatt drücken. Dadurch entsteht so eine kleine Koppe obendrauf und eure Perle kann nicht mehr von alleine runterrutschen. Dann jetzt noch die restlichen und dann haben wir die Schneeflocke auch schon fertig. Und voilà, euer Schneeflöckchen ist fertig. So, ich lege sie euch nochmal alle ein bisschen nebeneinander, verschiedene Varianten. Hier hatten wir eigentlich genau die gleiche gemacht, nur mit einem 15er Ring in der Mitte gearbeitet. Und ich kann euch verraten, ne? Es gibt noch mehr Varianten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein bisschen neugierig machen.
Auch von den anderen Schneeflöckchen werden wir nach und nach Anleitungen erstellen. Material und Zubehör findet ihr in unserem Shop www.verknüpftundzugeknotet.de. Bis dann, Sandra und Verena.